Ah. Herzlich willkommen. Danke. Freue mich, dass Sie beide da sind, Leonhard Lansig und Heinrich Schafmeister. Ich habe mich gehalten übrigens. Ja, ja, das stimmt. Nee, ich sehe mich alt und fett werden. Das stimmt. Das ist traurig. Wenn man so alte Ausschnitte sieht, ist immer sehr bedrückend. Ist bedrückend? Ja, ja. Aber noch geht's, noch geht's. Also, aber ja, Wilsberg, ich meine trotzdem, das ist ja eine ganz besondere Rolle. Ne? Also ich meine für Sie, ich denke, die hat Ihr Leben verändert. Ja, die hat mein Leben erleichtert, muss ich gestehen. Also die Arbeit ist regelmäßig geworden und ich freue mich, dass es so seit 20 Jahren gut läuft. Ah, hier. Ja, ist sowas Fluch oder Segen, wenn man so... Es ist ein Segen. Ja. Also ich glaube, jeder, der sagt, also sagen wir Götz-George, der sagt, Schimanski hat mich genervt, hätte gelogen. Aber man wird irgendwann mal zum Wilsberg, oder? Ja, das ist doch nichts Schlimmes. Also es ist ja, ein Zeichen für die Qualität der Arbeit, dass man der Figur so ein bisschen nahe kommt. Er ist ja nun nicht mehr dabei, Herr Schafmeister. 10 Jahre waren Sie dabei. Ja. Und dann haben Sie die Düse gemacht. Ja. Ich bin mehr der Langstreckenläufer, erst mehr der Sprinter. Der Sprinter. Also. Immer auf der Bühne auch. Was man auch sieht, deutlich. Ich muss immer. Aber welche Rolle hat so diese Rolle in Ihrem Leben gespielt? Wilsberg war schon, also es gibt ein paar so Rollen, aber Wilsberg war für mich schon eine, die Money-Rolle war schon für mich eine wichtige Rolle. Also aus mehr, ich habe sie geliebt. Ich habe die mit den Kollegen habe ich gern zusammengespielt, auch selbst mit dem Ollen hier. Also und das war alles super. Dazu muss man sagen, der Olle und Sie, Sie sind noch im richtigen Leben Freunde. Ja. Stimmt das? Ja. Ja, ja wirklich. Das stimmt. Wir sehen uns nicht so oft, deswegen sind wir noch befreundet. Ja, genau. Aber warum ist jetzt gerade er ein Freund geworden unter den Kollegen? Ich verstehe ihn halt so gut. Ich verstehe so gut. Ich rede selbst so wenig und kann ihm viel zuhören. Ja, wir sind genau. Also er ist so mehr so die. So altes Ehepaar. Ist mal so ein altes Ehepaar. So der eine sagt nichts und der andere der zu eine viel. Gibt, der andere nimmt. Ja, genau. So ist es. Das ist herrlich, oder? Ja, ja. Und das schon seit vielen langen. Wie lange kennen Sie sich schon? Ah, vor der Schauspielerei schon, ich glaube mal 70er Jahre in Essen. Essen, das ist so eine Stadt im Ruhrgebiet, in der werden keine Autos gebaut. Ging jetzt aber auch sonst nicht so gut, aber da sind wir beide aufgewachsen. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall sind Sie auch gemeinsam auf der Bühne. Mhm. Richtig. Sie waren auch, und da haben wir jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt davon, nämlich ich sage nur Oskar und Felix. Mhm. Das ist ein Erfolgsstück von Ihnen beiden gewesen, damit haben Sie quasi die Bühne gerockt in Deutschland, kann man schon sagen. Wir haben es zumindest oft gespielt, 331 Mal. Unglaublich. Das stimmt. Und da haben Sie auch so ein tolles, schräges Männerpaar gespielt. Wir gucken mal kurz rein. Man darf nicht spülen. Trink das Wasser. Trink das Wasser. Hat doch geklappt. Ja. Ich glaube, das muss doch total Spaß machen, oder? Ja, mit Heinrich macht alles Spaß, weil er lässt sich halt leicht bespielen. Ja. Er reagiert halt gern, das ist ganz gut. Ist das so? Ja. Er nimmt mir auch viel Arbeit ab. Also ich muss dann weniger tun, er spielt mehr, ich weniger, ist alles prima. Ich weiß schon immer, schon auch vom Drehen oder so, vom Spielen, ich weiß schon immer. Du weißt auch, wie die Sätze aufhören. Genau. Also er redet dann einfach mal weiter. Genau. Und mit dem Wasser war gut. Ja, war gut. Hat und man sah, ich habe jetzt ein neues Hüftgelenk. Deine Idee, ne? Ich habe ein neues Hüftgelenk und also ich hink nicht mehr so ganz. Also Sie haben tatsächlich ein neues Hüftgelenk? Ja, ja, ich dachte, das war alles noch mit dem alten. Also das war das Original. Jetzt ist die Fälschung, aber geht viel besser. Das ist ja groß. Ist es eigentlich was Besonderes, mit einem Freund auf der Bühne zu stehen? Oder vor der Kamera? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, das klingt banal, aber es ist ein Teil unseres Lebens, wenn wir da von Ort zu Ort ziehen. Und wenn man jetzt mit irgendwelchen Kollegen, die man vielleicht nicht so gerne mag oder gar nicht mag, also das ist mit Geld ja nicht zu bezahlen. Die haben nicht so viel Zeit, wir schneiden also, auch kurze Antworten. Oh nee, Sie dürfen ruhig ein bisschen länger. Von der Männerfreundschaft finde ich eigentlich super. Vor allem, das ist ja wirklich tatsächlich nicht immer so. Aber auf jeden Fall... Vergleich. Wir haben ja nur uns. Ja, genau. Naja, okay. Auf jeden Fall. Fast nur Sie beide. Aber auf jeden Fall stehen Sie jetzt gerade eben wieder zusammen auf der Bühne. Und zwar mit einem Stück, das heißt Kunst. Richtig. Und heute Abend sind Sie da in Fellbach. Ja. Und um was geht es da so ungefähr? Warten Sie mal. Wir sagen vor allen Dingen, der Mann in Weiß heißt Luc Veit. Genau. Super Schauspieler aus Luxemburg. Mhm. Ja. Das ist der Nette. Ja. Welcher ist der Nette? Ach, der Nette, der Linke. Luc Veit ist super. Der ist der Nette. Ich will so sagen, der Vollständigkeit. Ja, aber genau, weil wir hier... Worum geht's? Es geht um Freundschaft. Nein, es geht um Kunst. Es geht um Freundschaft. Nein, das stimmt. Er hat recht. Ich hab's es geht um die Kunst der Freundschaft. Ich musste lange in Wikipedia nachlesen, was das Stück beinhaltet. Und dann habe ich aber gemerkt, es geht um Freundschaft. Aha. Hm? Was mögen Sie am Stück? Es ist
irre gut geschrieben von einer Französin, Jasmina Reza. Und es ist eine, ein sehr schlaues Stück. Also es ist schlauer als ich selbst und das freut mich. Also ich muss, ja. Aber Sie müssen eine Menge Text lernen. Es sind ja nur drei Männer auf der Bühne. Ja, ist ja wie in der Schule früher, mussten auch unschnell. Text lernen. Unschnell. In kurzer Zeit. Wie lernen Sie so Text? Hören Sie sich gegenseitig ab bei so guten Freunden? Wir haben das gemacht vor den Proben, immer irgendwie eine Stunde lang so uns an den Tisch gesetzt. Mit Lück raucht ja noch, wir ja nicht mehr. Und also wir waren im Raucherzimmer und dann haben wir uns den Text so vorgebetet. Ohne viel Kunst, aber einfach nur so runtergerattert. Ich sehe schon, das wird was Gutes. Und heute sind Sie in Fellbach damit und auch morgen und sind natürlich dann bis Anfang März noch damit im Land unterwegs. Aber gerade jetzt mal apropos Fellbach, Baden-Württemberg. Haben Sie beide eine besondere Beziehung für Baden-Württemberg? Ich habe einen meiner ersten lustigen Filme mit Roland Emmerich gedreht. Ach. Ja, der hieß Hollywood Monster, auf Englisch Ghost Chase. Das war, als er noch versucht hat, eine Komödie zu drehen, ging auch nicht so gut. Aber es war lustig, weil wir haben in Stuttgart gedreht und in Los Angeles. Und Stuttgart hat mir besser gefallen. Echt? Warum? Ja, weil, L.A. ist nicht hübsch. Ja, Los Angeles ist nicht hübsch, aber Stuttgart ist auch schön. Die Kunsthalle war neu, es war alles prima. Also ich fand das super. Ich habe auch eine Serie. Ich habe auch eine Serie gedreht. Ach Quatsch. Ja, für den falschen Sender darf ich jetzt gar nicht sagen. Aber es war schön in Stuttgart. Das ja, natürlich. Flädlesuppe. Flädlesuppe. Das ist was Sie mit Baden-Württemberg verbinden? Das verbinde ich auf jeden Fall damit. Die wärmt das Herz und stärkt. Ja. Jetzt sage ich aber erstmal herzlichen Dank. Ach, war super, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei uns. Weidmanns Dank oder vielen Dank. Ja, genau.